Was geht, Jerem hier. Welcome back, Boys. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe hier ein kleines Déjà-vu von letztem ersten Training von nach Berlin. Weil ich weiß jetzt schon wieder, wann wir wieder irgendwo hinfliegen. Denn, Digga, das ist crazy. Denn in nicht mal einer Woche fliegen wir wieder. Und zwar in eine ESN Motherfucking Villa. Das ist richtig, richtig geisteskrank. Das ist meine erste ESN Villa, wo ich hingehe. Ist zwar, soweit ich weiß, jetzt nicht lang, es sind nur ein paar Tage. Aber ist richtig geil, weil ich habe Bock auf die Leute. Hab Bock, das mal so ein bisschen kennenzulernen. Und da hat ganz viele lecker, lecker Schmecker Supplements. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Aber, worauf ich mich am meisten freue, ist der Content, den ich für euch machen kann. Weil ich habe fucking geile Leute dort. Also sind einfach in dieser Villa, sind halt übelst geile Leute. Denn dort ist natürlich ein Johannes, aber da ist auch eine Marvin und noch ein paar andere Leute dabei, auf die ich sehr Bock habe und auf die, mit denen ich auch schon ein, zwei Videoideen habe, welche für euch verfickt nochmal geil werden. Aber jetzt geht's hier ins Gym. Aber jetzt mal no joke, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir mehr im Ausland sind als im Heimatland, der Schweiz. Also irgendwie ein bisschen crazy, aber ich find's geil. Und an dieser Stelle auch nochmal muss ich mich bei euch bedanken, weil ohne den ganzen Support wäre das nicht möglich, ohne die ganzen Bestellungen bei ESN mit dem Code Jeremy, mit dem ihr auch maximal spart, aber mich auch maximal unterstützt, wäre das hier wirklich nicht möglich. An dieser Stelle kriegt ihr im Moment wirklich noch 20% auf absolut alles, das ist die beste Aktion bei ESN, weil normalerweise gibt es nur so auf gewisse Produkte 20%, zum Beispiel 20% auf Proteins, 20% auf Performance-Produkte, aber jetzt gibt es halt wirklich auf absolut alles 20% und da könnt ihr euch einen fucking Isoclear mitnehmen, einen Recharge, Designer-Bars, egal, einfach absolut alles, was ihr halt wollt oder Rice-Pudding, obwohl ich glaube Rice-Pudding ist im Moment ausverkauft, aber ja, falls ihr notifiziert werden wollt, wenn der Rice-Pudding wieder da ist, folgt mir bei Instagram rein, ich werde das in der Story ankündigen und würde ich wirklich machen, weil auf YouTube bringt das nichts, weil er ist innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft und so schnell kann ich nicht einfach ein YouTube-Video hochladen. Also folgt mir auf Insta, auf Ehre. Also ist irgendwie crazy, aber es ist richtig geil. Also ich finde das sehr nice, weil ich mag das Reisen, so habe ich aber schon mal erzählt, habe ich schon mal gesagt, weil ich da sehr viel lerne und euch auch sehr viel mitgeben kann, richtig geilen Content bieten kann und ich als Mensch merke, wie ich mich selber verbessere, wie ich Erfahrungen dazu nehme. Und das Beste daran ist nicht nur, dass ich Erfahrungen dazu nehme, sondern dass ich die Erfahrungen nehme und euch geben kann, ohne dass ihr das ganze Geld ausgeben müsst für die Reisen. Und falls ihr jetzt noch in der Schule seid oder irgendwie was anderes habt, Ausbildung, was auch immer, dann ist es ja nicht möglich, so viel zu reisen, damit ich euch das einfach mitgeben kann. Das ist, was mich halt sehr glücklich macht, dass ich in dieser Position bin. Aber das ist das ganze Gelaber. Jetzt wird sich hier der... Wo ist der gute Bad Boy? Digga, ich finde ihn nicht. Der ist jetzt bodenlos. Auf jeden Fall wird sich der Crank von Pro gegönnt. Und jetzt gibt's noch den alten, neuen, freshen, behindert geilen Crank Pump Pro. Auf welchen ihr auch mit Code Jeremy bei ESN 20% Rabatt bekommt. Nur noch bis Mittwoch 17.30 Uhr. Werbung an dieser Stelle, aber no joke, dieses Ding müsst ihr einfach nehmen, weil das ist so fucking geil. Und ich würde sagen, wir ballern uns jetzt den Scheiß. 3, 2, 1, rein da. Aber ich bin jetzt heute gespannt, wie das Training läuft. Und vor allem gespannt, wie der Incline Bench Press läuft, weil wir haben nicht optimale Voraussetzungen. Denn ich habe heute leider ein bisschen zu wenig gepennt. Weil ich musste früher aufstehen, damit ich noch schneiden kann. Das Video, was gestern online gekommen ist, weil ich schneide immer das Video, was jetzt heute seht, das kommt morgen online und so. Weil halt. Aber das Video von gestern ist noch ein bisschen aufwendiger, das zu schneiden, denn es war das mit der guten Dame Lisa. Und die sind immer ein bisschen mühsamer zum Schneiden und gehen ein bisschen länger und dann das Ganze, ich will sie pünktlich hochladen. Darum hat der Schlaf ein bisschen nur gelitten, weil ich bin gestern Abend erst um 1 nach Hause gekommen und dann musste ich eben schon eher früh aufstehen. Nicht so ganz optimal, aber we focus on the grind. Das juckt euch, glaube ich, gar nicht. Ihr seid hier für das fucking Bodybuilding und das machen wir jetzt. Aber zuallererst ballern wir uns noch ein zweites Scoop Crank Pump Pro, weil, Digga, ich brauche gar keinen Grund dafür, wir machen es einfach. Oh, boah, bin ich unfähig. Worauf ich aber jetzt Bock habe, ist das Gym, weil das Gym hier ist, ich habe zwar nichts gegen McFit ist nicht schlecht, also ist jetzt nicht das beste Gym, wo wir jetzt davor waren, aber es ist immer ziemlich voll. Also der Bunker, in dem wir waren, Bruder, der war geil, aber
McFit, was mich da halt ein bisschen abfuckt, ist nicht das Gym selber, sondern wie viele Leute. Es hat immer so verfickt nochmal viele Leute dort. Und das ist halt, fühle ich nicht so. Ich hab's lieber, wenn das Gym so ein bisschen leerer ist. Oder man es so, ja, halt erstens nicht auf Maschinen warten muss, weil halt alles belegt ist. Und ich habe jetzt nur einen Schuh. Bruder, wo ist mein anderer Schuh? Okay, beide Schuhe angezogen. Ich hasse Schuhe anziehen, darum habe ich eigentlich immer so Scheiß an, wo man keine Schuhe so binden muss oder so ein Dreck, Digga. Und, Digga, ich habe gestern beim Bahnhof, nein, nicht beim Bahnhof, beim Hotel oder irgendwo, ich habe gestern meine fucking Cap verloren. Das scheißt mich mies an, ne? Das ist ein richtiger Pain. Weil jetzt muss ich mein Mic so hier hin machen und ich benutze trotzdem die Kabelkopfhörer, weil die Kopfhörer hier, die sind mir viel zu leise und Kabelkopfhörer sind lauter. Das ist der Grund, wieso ich Kabelkopfhörer benutze, weil die Dinge sind einfach fucking laut und möglicherweise habe ich einen Schaden im Gehirn oder in den Ohren oder einfach überall. Aber egal, denn jetzt geht es ins Training. Kann ich mich nicht beschweren. Absolut nicht beschweren. Das war wirklich ein guter Satz. War hart und war vor allem bis ans Ende. Es war klar, Digga, ich hätte da nicht mal mehr eine halbe Wiederholung geschafft. Also runter offensichtlicherweise. Jeder schafft es runter. Ich schaffe auch 200 Kilo runter. Der Rest wird dann schwer. Aber ich weiß, ich hätte nicht mal mehr so viel hochgekriegt. Das ist geil. Ich habe wirklich alles aus mir rausgeholt. Bis ans Ende gekämpft. Und das Ding re-racked mit irgendwie 8 Reps oder so. Also sehr zufrieden. Vor allem, dass ich nicht nur gestern, sondern die letzten 4-5 Tage zu wenig Schlaf hatte. Weil, ihr wisst, der Grind. Der Grind ist real, Digga. Es hört sich so corny scheiße an. Aber für real, wenn ich schon unterwegs bin, wenn ich schon am Reisen bin, dann will ich möglichst viel für euch machen, möglichst viel Content raushalten, möglichst viel arbeiten, möglichst viel geilen Shit für euch bringen. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Insta und so. Also, ja. Aber bin da sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Und auch, ich bin euch ganz ehrlich, die Ernährung ist sehr schwer, sagen wir mal so, die richtig gut hinzukriegen. Wenn man am Reisen ist, wenn man die ganze Zeit fliegt und dann noch Hotels wechseln muss und boah, Digga, das ist mühsam. Und dann noch eine lange Zeit keine Küche hat und so. Also, naja. Aber ich würde sagen, hab's nicht perfekt hingekriegt, aber ich hab's auch nicht schlecht hingekriegt. Den Umständen entsprechend war gut. Aber halt nicht optimal. Und trotzdem sind wir jetzt stärker geworden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das Training wird sehr geil. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was wirklich geil ist. Und was auch geil ist, ist ein zweiter Satz. Denn den Scheiß machen wir jetzt. Okay, ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, ich wollte eigentlich bei den 34er gerade einen Arbeitssatz machen, aber die haben sich einfach viel zu leicht angefühlt. Ja. Also, ich will mich ja beschweren, aber so schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Nee, aber die haben sich wirklich sehr, sehr leicht angefühlt.
sehr, sehr gut. Daher gehen wir mal mit einem Arbeitssatz mit 38er, weil wir will nicht in der hohen Rep-Range bei den Kurzhandeln hier sein. Und ich werde in der hohen Rep-Range, also habe ich das jetzt direkt so ein bisschen als Warm-up, weil wir haben ja vor nichts für Hundere gemacht. Also man könnte auch, also es ist halt so wie so ein Ding, man kann, wenn man eine Kurzhand, also wenn man eine Incline davor macht, muss man bei einer Flat nicht zwingend einen Aufwärmsatz machen, aber man kann einen Aufwärmsatz machen. Ist so, es geht beides, aber muss man halt selber eine Präferenz finden. Aber ich habe gerade gemerkt, ich will schwerer. Ich will einfach fucking schwerer. Dann machen wir die 38er. Okay, also war auf jeden Fall gut, Digga. Also ich kann gar nicht viel zu dem Satz sagen. Ich bin erstaunt. Aber ich bin glücklich. Also, das finde ich sehr nice. Weil so stark, wo ich kann mich daran erinnern, wo ich das letzte Mal wirklich immer Kurzhandeln drücken gemacht habe, habe ich es als erste Übung gemacht. Und ich war ein bisschen schwächer, wie das sogar schwächer. Das heißt, wir sind gut stärker geworden im Kurzhandeln drücken, auch wenn wir Kurzhandeln drücken gar nicht gemacht haben. Also, that's a win, würde ich sagen. That's a win. Auf jeden Fall. Geil, Mann. Oops. Okay, Boys, also weiter geht's hier mit Schultern. Also, wir haben zuerst am Kabel, Laterals, einarmig, zuerst rechts, dann links. Und danach machen wir natürlich noch das schöne Kurzhantel seitheben, welches wir schön schwer machen. Also ja, ich bin ja ehrlich, die zwei Sätze waren wirklich gut. Kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Waren sehr nice. Konnte hier
Ich habe die Schulter sehr gut gespürt auf beiden Seiten und habe auch das Gefühl, dass der Pump jetzt ziemlich krank da ist. Also ich spüre den Pump wirklich gut. Bei dir jetzt würde ich sagen, wir machen zuerst einen Satz, möglicherweise vielleicht zwei Sätze für vordere Schulter, Schulter drücken und dann geht's weiter mit den Kurzhanteln. Kurzhantel Raises. Let's fucking go. Also, das war jetzt ein Dreiviertel Plate. Also eine 20, eine 10 und eine 5er. Das sind fast zwei Plates, die wir hier drauf haben. War gut. War auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht schlecht das Ganze. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Einsatz. Ist schon zu wenig, sind wir ehrlich. Also mal schauen, wie hoch wir heute gehen. Zuerst mal schön aufwärmen. Ich schätze aber irgendwas zwischen 18 und 22 oder so. Mal gucken, wie sich die 16 anfühlen. Ja, ziemlich leicht. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, wir nehmen ganz simpel, wir nehmen ganz einfach die 20er. Ist eine schöne, ist eine runde Zahl. Machen wir doch das einfach so. Okay, das war auf jeden Fall gut. Und ich glaube, man sieht auch schon den Schulterpump hier so ein bisschen durchgucken hier. Also würde ich mal behaupten. Guck dir mal das Ding an. Geisteskrank der Scheiß hier. Digga, ehrlich. Also wer mir immer noch nicht irgendwie glaubt oder sagt, ey, schwer macht schwer, das stimmt gar nicht. Und es ist nicht schwer macht schwer, sondern nur schwer macht schwer. Weil jeder, der nicht schwer trainiert, sieht auch nicht gut aus. Das ist ganz einfach. Oh, weil nur viel Gewicht gibt euch viel Gewicht. Also, ist ehrlich so, kenne ich irgendjemanden, der wirklich gut aussieht, so, oder einen Zielkörper hat oder sowas, und dann, ja, mit 4 Kilo Zeitheben macht? Nee, gibt's nicht. Damit sage ich jetzt nicht, ihr sollt euch die 40 Kilo Hantel nehmen und dann so machen, so. Nein, das meine ich nicht. Aber probiert möglichst viel Gewicht zu benutzen bei jeder Übung. Also nicht bei jeder Übung, aber bei einigen Übungen. Das habe ich aber schon davor ein paar Mal angesprochen. Nicht jede Übung führt man so aus, sondern was wie einen Überzug oder so. Macht ihr schön leicht, damit ihr die Contraction, den Squeeze und alles mitnehmen könnt. Einen Fly auch. Aber einen Bankdrücken könnt ihr einfach schwer machen. Einen Seitheben könnt ihr auch gut mal schwer machen. Aber zum Beispiel einen Seitheben am Kabel macht ihr lieber mal leicht. Und guckt da auf die Muscle Contraction und den Scheiß. Digga, genug Gelaber, ich weiß, die Hälfte von euch wissen es, die andere Hälfte juckt es nicht, weil ihr einfach fucking dünn seid. Aber jetzt geht's weiter mit dem Satz. Puh.
Okay, fuck. Also, der Pump ist fickt nochmal gut. Also, bin ich zu 100% überzeugt. Ob der Brustpump noch so komplett da ist, weiß ich nicht. Aber mindestens der Schulterpump ist scheiße gut. Und genau das checken wir jetzt aus. Aber wir müssen uns ein bisschen stressen, weil mein Bus kommt in 9 Minuten oder so. Und er fährt irgendwie gefühlt alle Stunde oder halbe Stunde oder so, weil... Keine Ahnung, der Bus einfach ein Wichser ist. Meine Fresse. Also, Posing. Der. Ich hab sehr, sehr, sehr Bock darauf. Weil das erste Training seit ein paar Tagen wieder hier back in the hood. Der, ich weiß nicht, was ich scheiße laber. Aber wir gucken mal rein. Der, ich sehe jetzt schon, der Tittenpump ist auf jeden Fall da. Ob er jetzt richtig brachial ist oder nicht, kann man sich streiten, aber Pump bei den Boobs ist hier zu 100%. Und sieht nicht schlecht aus, aber der Schulter... Digga, guck dir mal an, wie rund diese Scheiße ist. Meine Fresse. Wenn man noch ein bisschen cheaten will, kann man noch gut die Hose ein bisschen hochziehen. Und dann so machen, dann sieht die Taille noch mal schmaler aus und so. Und Digga, bam, bam, bam. Ja, auf jeden Fall absolut stabil, absolut gut. Dieser Pump ist geisteskrank. Ich nehme jetzt nicht an, dass nur ein einziger von euch das dran zweifelt oder irgendwie behauptet, nein, dieser Pump ist nicht geisteskrank. Digga, jeder von euch weiß es. Dieser Pump ist lit. Aber allgemein die Physik sieht sehr, sehr gut aus. Dafür, dass wir 80 Kilo sind, nicht schlecht. Nicht schlecht. Bam! Okay, ich sehe gerade die Uhr und die Uhr sagt mir, Digga, du Arschloch, stress dich mal, sonst bist du am Arsch. Weil es wäre ja nicht so schlimm, wenn ich später nach Hause kommen würde, aber ich muss das Video, was gestern online gekommen ist, jetzt noch pünktlich hochladen, bla bla bla. Darum muss ich mich stressen. Also wie gesagt, ich probiere immer, die Videos pünktlich hochzuladen. Und ab und zu klappt sogar. Also, haut rein, das war's von mir. Ich baller mir jetzt meinen Recharge, aber das mache ich im Bus, weil ich sprinte jetzt.